Die Dorfbewohner haben lange gegen die Düngemittel protestiert, aber sie sagen, dass sie keine Unterstützung von den lokalen Behörden bekommen haben. Sie verbieten das Düngen der Felder nicht. Sie tun nichts. Ursprünglich waren das keine Anbauflächen hier. Es wurde eine Petition unterschrieben, um das zu verhindern. Laut dem Schweinezüchter in Psierglowy hat die regionale Umweltinspektion keine Spuren von Jauche seines Unternehmens in den Seen gefunden. Das Unternehmen betont, dass es alle Regulierungen im Umgang mit Schweinemist einhält. Polen befindet sich inmitten massiver Veränderungen und viele kleine Schweinezüchter waren gezwungen zu schließen. Steuerkürzungen haben Expansionen und Investitionen begünstigt. Obwohl die Zahl der Schweine zurückgegangen ist, hat sich die Anzahl an großen Massentierhaltungen insgesamt verdoppelt. Zurzeit gibt es 1400, jeweils mit mehr als 2000 Tieren. Von diesen sind 150 Megaproduktionen verteilt über das gesamte polnische Gebiet. Manche davon haben einen Bestand von 20.000 bis über 40.000 Tiere. Im letzten Jahr wurden 10 neue dieser gigantischen Produktionen errichtet. Das entspricht der Müllproduktion zehntausender Menschen, allerdings ohne Kläranlagen. Aufgrund der Globalisierung und der Finanzen gibt es jedes Jahr mehr und mehr große Schweinproduzenten und weniger kleine Schweinebauern. Sigmund Pejsak ist Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften und ein Experte in Fragen der Schweineproduktion. In Zukunft ist für jede neue Produktion das Risiko einer Umweltverschmutzung noch höher als heute. Polnische Umweltorganisationen haben lange gegen den Umgang mit Jauche in industriellen Landwirtschaftsbetrieben protestiert. Und im Jahr 2007 hat der polnische Rechnungshof verkündet, die großen Landwirtschaftsbetriebe haben sich nicht an die Umweltauflagen gehalten und die meisten Betriebe haben auch keine Pläne für den Umgang mit Jauche entwickelt. Es wurde auch bestätigt, die Inspektionen der großen Betriebe sind nicht nur mangelhaft, viele Betriebe werden überhaupt nicht kontrolliert. In my opinion, meiner Meinung nach ist die Lage vor 5 Jahren, vor 3 Jahren und heute ziemlich ähnlich. Ich sehe keine wesentlichen Unterschiede.